So, Pete hier wieder. Gott sei Dank gibt es sowas wie ein Autosave. Sonst hätte ich echt ein Problem gehabt, weil ich ja so scheiße gespeichert hatte. Aber der Autosave, der war kurz nach meinem Treffen mit der Jutenfrau. Und hier wurde ich noch nicht entdeckt, Gott sei Dank. Jetzt muss ich hier wieder vorsichtig sein, schön speichern. Jetzt gucken gerade 5 Millionen hier durch. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das machen soll. Ich kann jetzt einfach... Moment. 6 drücken, um meinen Balken da oben aufzufüllen. Und jetzt sofort unsichtbar hier durchrennen, oder was? Drücken wir mal F5. Hier sind ja 8 Millionen Leute. Wow. Jetzt müssen wir nur noch bis da vorne... What? Und wo wurde ich denn jetzt gesehen? Ist viel Scheiße. Wurde ich gesehen von irgendwo? War da eine Kamera, die ich nicht gesehen habe? Oder haben die mich einfach doof angestellt? Egal, man kann es mit F1 komplett durchschaffen sogar, wenn man sich beeilt. Was ich jetzt natürlich machen werde. F1. Oh, er hat something gehört. Ist mir egal. Ich bin hier raus, Freunde. Jensen, I'm coming to pick you up. You anywhere near their hangar bay? I'm heading there now. Great. Get those bay doors open or this rescue attempt ain't gonna happen. So. Fliehen und Hangar durchschlagen. Passiert hier was? Hier passiert doch definitiv was, oder? Oh. Oh, fuck. Wert? Wie soll ich denn das machen? Da oben ist ein PC. Und da auch. Das heißt, ich muss jetzt definitiv... Ich hole mir da unten entweder den Raketenwerfer oder was auch immer das ist. Oder... Ich investiere einen Punkt. Komm, gucken wir nochmal hier bei Tabs. Ich habe doch noch Punkte, gerade sogar noch 2 Stück gekriegt. Dann gehen wir nochmal in Hacken. Hier die Roboterkontrolle. Die bestätigen wir mal. Damit wir uns jetzt da bis zu diesen Computern vorarbeiten können. Merkt ihr jetzt, wenn wir hier rumlaufen? Ich hoffe nicht. Bisher sieht so alles relativ safe aus. Aber jetzt kommt hier noch eine Kamera auf uns zu. Das muss jetzt hier... Oh Gott. Das muss jetzt hier natürlich auch erstmal funktionieren. Renn, 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 renn. Boah, das hat geklappt. Hier wird erstmal ge-F5'd. Eine MP-Granate, das ist nett, aber ich hoffe, dass ich die nicht benötige. Ist die Frage natürlich, ob die mich hier oben sehen, wenn ich rumhacke. Probieren das mal einfach aus. Nochmal 5 drücken. Hammer. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen pisst, ehrlich gesagt. Kyle, hier ist Madame Zaus Reiseplan für den Rest der Woche. Bitte sorgen Sie dafür, dass immer genügend Champagner vorhanden ist und diese Bonbons aus Brüssel, die sie so gerne isst. Das ist doch jetzt quasi das Spiel, was sich absichtlich über mich lustig macht. Weil ich dachte... Das hier oben, die Docking Station ist, ne, nicht die Docking Station, ihr wisst, was ich meine. Ich muss jetzt nicht ernsthaft gegen die kämpfen, ich will nicht gegen die kämpfen. Dafür bin ich nicht gut genug.
Evo gucken wir uns gleich an. Moment mal kurz. Das ist ein Sicherheitshub. Das klingt doch schon mal besser. So, hacken. Boah. Wo muss ich denn da hin? Zack. Zack. Wo gehe ich dann am besten hin? Nach da rum? Wahrscheinlich. Und gleichzeitig noch in die andere Richtung. Um das einfacher zu machen. What the fuck? Darum kann ich nicht. Boah, jetzt muss ich aber schnell sein. Und noch 30 Sekunden. Ach Quatsch, da will ich ja gar nicht hin. Dahin will ich! Lass mich dahin! Jawohl, so, das meine ich doch. So. Was ist das hier? Roboter deaktivieren. Sowie die beiden Kameras. Es geht auch ohne die direkte Auseinandersetzung. Komm, und zur Feier, zur Belohnung können wir uns jetzt das E-Book durchlesen. Hirnplantate. Kommentare Hugh Darrows bei einer Podiumsdiskussion der Internationalen Neurowissenschaftlerkonferenz 2009. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Neurostimulationstechnologie uns eines Tages nicht nur in die Lage versetzen wird, Patienten mit neuronalen Funktionsstörungen zu helfen, sondern auch die Wahrnehmung gesunder Individuen zu optimieren. Dieser Mechanismus, an einen subkutan implantierten Pulsgenerator in einem Titan- oder G-Schleifen-ummantelten Gehäuse angeschlossenes Netzwerk aus Platin-Iridium-Elektroden, wurde bisher zur Unterdrückung der Symptome der Parkinson-Krankheit, bei Dystonie sowie bei anderen neurologischen Erkrankungen eingesetzt. Dabei werden im Falle eines essentiellen, nicht ursächlich durch Parkinson bedingten Tremors, die Elektroden in den Thalamus ventralis bzw. den Thalamus implantiert, während sie zur Behandlung von Dystonie und Parkinson-bedingten Symptomen wie Muskelstarre, Hypokinese oder Akinese, Tremor oder ähnlichem üblicherweise abhängig vom Zustand des Patienten in den Globus pallidus oder den Nucleus subthalamicus eingesetzt werden. Das hier sind hier Satzbaukonstruktionen, das ist echt der Hammer. Wir arbeiten bereits an der Entwicklung der nächsten Generation dieser Apparate, die zu drahtlosen Dosierungsprotokollen in der Lage sind und ferngesteuert eingesetzt werden können. Der nächste Schritt, die Implantierung in ein gesundes Individuum und damit das Überschreiten der Grenze von der rein therapeutischen Anwendung zum modifizierten Einsatz, ist dabei einzig und allein eine Frage des Willens. So, so. Das ist ja nett, aber ich glaube, diese Waffe brauche ich jetzt hier nicht. Oh, da stehen die Jungs. Kann ich denn hier jetzt noch irgendwas durchsuchen, was mir vielleicht irgendwas bringt? Hier gibt's noch was. Sturmgewehrmunition. Da hätte ich jetzt gegen die Typen kämpfen müssen. Erstellt euch das mal vor. Da wäre ich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ziemlich noobig gewesen. Hier habe ich doch vorhin... Ich wusste, dass hier ein Raketenwerfer... Ah, ne, das ist ein Sturmgewehr. Ja, okay, das brauche ich ja eh nicht. Ja, wo kann ich denn jetzt hin? Wieso schickt mich das da oben hin? Sind da Hangardoors? Das war ja für ein Gerücht. Ich dachte, die Hangardoors wären hier. Ne, scheinbar nicht. Ah ne, ich muss jetzt die Hangardoors aufmachen, damit die jute Tante da landen kann und mich abholen kann. Hier ist das ja exakte Mundo. Geist und Schlitzohr. Oh. Ja, da bin ich runtergefallen. Hoppla. So, jetzt lass mich hier rein. Jensen, time to hightail it back to Detroit. Get in. Ja, gerne. Go, go. We're not going to Detroit. What? We're going to Montreal. I'll explain en route. Damn right you will.
dieses Level haben wir also, beziehungsweise diesen Levelbereich haben wir also erfolgreich hinter uns gelassen, ohne jemanden zu töten, ohne einmal aufzufliegen. Naja, dank der Quick-Save- und Quick-Load-Taste. Aber trotzdem. Are you sure about this? I mean, it's not some tiny cable station you're infiltrating. Zhao mentioned an Eliza and a phone call to Pikus. Put them together, it has to mean Eliza Kassan is in on this. You don't think that's a bit of a leap? The world's most famous news anchor working with a mercenary hit squad? We can argue the fine points later. Send me down on the tower. I'll get in from the roof. Ja, bei den Sicherheitssystemen, die wir in unserer Laufbahn schon überbrückt haben. Malik tells me you want Eliza Kassan's location. If it's not too much trouble. It's not. I bypassed the firewall easily and I've pulled up a 3D model of their floor plan. Her office is in the tower, room 404. On my way. In Zimmer 404 gehen. 404 heißt doch eigentlich immer nicht vorhanden. Komm, hier kriegen wir doch dann bestimmt wieder hier extra Sachen, wenn wir das hier hacken. Los, hacken. Zack. Hm, ich werde direkt erfasst. So eine Scheiße, das funktioniert niemals. Access denied. Komm, so lange habe ich keine Lust zu warten. Dafür gibt es das Schnellladen. Jetzt ist die Frage, ist das schneller als die 27 Sekunden zu warten? Dünn, 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 dünn. Ja, ich würde sagen schon. Also, probieren wir das nochmal. Ich frage mich, ob das tatsächlich... Oh Gott. Jetzt können wir direkt wieder knicken. Ja, das ist tatsächlich zufällig scheinbar. Dankeschön. So, was hat uns das jetzt hier gebracht? Eine Zeitung. Purity First. Terror weltweit auf dem Vormarsch. Die Zahl ernster internationaler Vorfälle bei terroristischem Hintergrund hat sich laut des UN-Sonderkomitees zur Bekämpfung des Terrorismus innerhalb des letzten Jahres mehr als verdoppelt. Die Statistik verzeichnet einen Anstieg der schweren Anschläge von 582 im Jahr 2026 auf insgesamt 1285 in diesem Jahr. Vertreter privater Militärunternehmen wie Bell Tower Associates, Interguarda PLC und Sharp Edge Inc., die ihre globale Militärpräsenz in beträchtlichem Umfang ausgebaut haben, sehen diese Zahlen als Bestätigung der Notwendigkeit, im Kampf gegen den internationalen Terrorismus verstärkt auf ihre Hilfe zurückzugreifen. Kritiker der wachsenden Bedeutung dieser Privatarmeen weisen hingegen auf die kostenintensiven Probleme bei der Vernetzung privater und öffentlicher Sicherheitskräfte sowie die Gefahr einer Untergrabung der demokratischen Gewaltenteilung hin. Als Antwort auf diese Bedenken schlägt der UN-Report die Gründung einer internationalen Antiterroreinheit vor. Und auf der Seite, riesiges Waffenlager ausgehoben. In einem Wohnhaus in Brisbane hat die Polizei nach zweitägigen Gefechten ein riesiges Lager Handfeuerwaffen und Sturmgewehre ausgehoben. Den Behörden zufolge wurden dabei 8 pro-chinesische Rebellen in Gewahrsam genommen. Dabei war die Südaustralische Föderation erneut auf die Hilfe privater Sicherheitsfirmen angewiesen. Munitionskapazitätsupgrade, kein Platz. Macht nichts. Wir wollen zum Zimmer 404. Ist hier noch was Spannendes? Ich glaube nicht. Wofür ist dieser Raum, wenn hier nichts drin ist? Ein neues E-Book. Einigung der Welt. Was ist die Pikus-Gruppe? Pikus-Gruppe besteht aus zahlreichen Marketingdiensten und Medienunternehmen, darunter Marketing- und PR-Agenturen, Film- und Fernsehgesellschaften, Marktforschungsinstitute, Satellitenbetreiber und verschiedene Internetdienstleister. Die Pikus-Gruppe bezeichnet sich selbst als Mutterkonzern, der das Know-how für ein analytisches und kreatives Brandmarketing unter einem Dach